Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben. Und aus vielen Briefen und Gesprächen weiß ich, welche große Freude auch die allermeisten von Ihnen empfinden. An einem solchen Tag richten wir unseren Blick nach vorn. Doch bei aller Freude wollen wir zunächst an jene denken, die unter der Teilung Deutschlands besonders zu leiden hatten. Familien wurden grausam auseinandergerissen. In den Haftanstalten waren politische Gefangene eingekerkert. Menschen starben an der Mauer. Das alles gehört glücklicherweise der Vergangenheit an. Erinnerungen sollen ihnen für immer erspart bleiben. Aus dem gleichen Grunde vergessen wir auch nicht, wem wir die Einheit unseres Vaterlandes zu verdanken haben. Aus eigener Kraft allein hätten wir es nicht geschafft. Viele haben dazu beigetragen. Wann je hat ein Volk die Chance, Jahrzehnte der schmerzlichen Trennung auf so friedliche Weise zu überwinden. In vollem Einvernehmen mit unseren Nachbarn stellen wir die Einheit Deutschlands in Freiheit wieder her. Wir danken unseren Partnern, wir danken unseren Freunden, wir danken insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika. Allen voran. Es ist nach wie vor auch am 28. Jahrestag der Deutschen Einheit eine Freude, diesen Tag zu begehen, diesmal in der Hauptstadt. Und es ist schön, dass alle Bundesländer auch immer wieder mit großen Delegationen und ihrer Präsentation dabei sind. Ich persönlich erinnere mich immer wieder voller Emotionen an den Tag der Deutschen Einheit, an das, was vorher geschehen ist, an die friedliche Revolution, die auch ganz stark von den mutigen Menschen in der ehemaligen DDR ausging, und das dürfen wir nie vergessen, aber auch an das Glück, dass Helmut Kohl als Kanzler der Einheit mit den Verbündeten, mit den Alliierten es geschafft hat, diese Einheit in Frieden und in Freundschaft mit unseren Nachbarn durchzusetzen. Aber auch an das Glück, dass 28 Jahre später wissen wir aber, dass das, was wir Deutsche Einheit nennen, ein Prozess ist, ein langer Weg, der immer wieder auffordert, einander zuzuhören, aufeinander zuzugehen, nicht nachzulassen. Und die Deutsche Einheit ist So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Er hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.